Liebe Anwesende, wir machen hier einen Attackstand. Und zwar, um aufzufordern, Atomwaffen raus aus Deutschland. Wir haben eine Plakataktion. Atomwaffen sind jetzt illegal, jetzt raus aus Deutschland. Denn in Deutschland lagern 20 Atomwaffen und es sind alle Vorbereitungen im Gange, dass diese modernisiert werden. Dann geht es nicht mehr nur um nukleare Abschreckung, es geht darum, Atomwaffenkrieg führen zu können. Das ist überaus gefährlich und es werden Milliarden Euro jetzt eingesetzt, um in Büchel alles zu modernisieren, und aus den USA kommen dann Atomwaffen, die von Bundeswehrsoldaten im Ernstfall abgeworfen werden. Jetzt wird Heiner Bücker aus Berlin wird zu Ihnen sprechen. Er vertritt hier die Organisation World Beyond War und hat ein Antikriegscafé in Berlin-Mitte. Ja, schönen guten Tag, alle ganz herzlich willkommen hier. Wir stehen also heute hier, um aufmerksam zu machen auf eine Werbekampagne mit dem Banner, mit demselben Motiv, was hier hinter uns zu sehen ist, was in Berlin mit großen Werbetafeln bereits zweimal, zwei Serien im Januar und im Mai gezeigt wurde. Und das Ganze wird finanziert vom internationalen Antikriegsnetzwerk World Beyond War, das ich in Berlin hier in meinem Café vertrete, und von Roger Waters und etlichen anderen großen Organisationen, die Werbekampagnen auch mit dem Thema Antikrieg in der Vergangenheit bereits organisiert haben. Am 22. Januar 2021 trat das UN-Atomwaffenverbot in Kraft, was 2017 auf einer UN-Konferenz von 122 Staaten beschlossen wurde. 86 Staaten haben den Vertrag bisher unterzeichnet und über 52 Staaten haben ihn ratifiziert. Der Vertrag verbietet die Entwicklung, Produktion, den Test, den Erwerb, die Lagerung, den Transport, die Stationierung, den Einsatz und die Drohung mit Atomwaffen. Und mit der Aufnahme des Atomwaffenverbotsvertrags in das Völkerrecht wird Atomwaffen sozusagen die Legitimität entzogen. Zumindest in den Staaten, die den Vertrag unterzeichnet haben. Mexiko und Südafrika haben den Entwurf des Vertrages initiiert. China hat sich übrigens als eins der führenden Atommächte im Frühjahr 2017 ebenfalls grundsätzlich für ein Verbotsabkommen ausgesprochen. Auch Länder wie beispielsweise Österreich, Malta, Irland, die mit der NATO militärisch zusammenarbeiten, unterstützen den Vertrag. Außerdem haben sich über 100 Städte, Gemeinden und Landkreise in Deutschland und in aller Welt einem Appell zur Unterstützung des Vertrags angeschlossen. Vier Bundesländer haben den Vertrag ebenfalls bereits unterstützt. Dazu zählen Bremen, Berlin, Rheinland-Pfalz und Hamburg. Deutschland als NATO-Mitgliedstaat und Lagerort für ca. 20 Atomwaffen in Büchel stellen sich im Rahmen der nuklearen Teilhabe der NATO immer noch gegen den Vertrag und weigern sich, ihn zu unterzeichnen. 9 Atomwaffenstaaten, 30 atomar abhängige NATO-Staaten, darunter Deutschland, Australien, Japan und Südkorea, weigern sich, den Verbotsvertrag beizutreten. Bisher boykottiert die deutsche Bundesregierung den Vertrag ebenfalls. Dabei hat die ehemalige NATO-Generalsekretärin in einem offenen Brief klargestellt, dass der Vertrag und das Verteidigungsbündnis durchaus miteinander vereinbar seien. Und über 55 ehemalige Außen- und Verteidigungsminister aus 20 NATO-Staaten nennen den Atomwaffenverbotsvertrag einen Hoffnungsschimmer in einer dunklen Zeit und rufen alle Staaten der Allianz zu seiner Unterzeichnung auf. Obama, Trump und jetzt auch Biden setzen alle zusammen
obwohl sie so unterschiedlich erscheinen, auf eine Doktrin der strategischen Konkurrenz und damit auf die Entwicklung kleinerer, einsatzfähiger Atomwaffen. Die USA haben als erste und einzige Macht im Zweiten Weltkrieg Atomwaffen eingesetzt gegen Japan in Hiroshima und Nagasaki. Und sie haben in darauffolgenden Jahrzehnten Pläne zur Auslöschung zahlreicher Städte in der Sowjetunion ausgearbeitet. Und auch China war im atomaren Fadenkreuz des Pentagon. Auch während des Koreakriegs erweckte US-Präsident Truman den Eindruck, bereit zu sein, Atomwaffen einzusetzen. Danach gefragt, ob er den Einsatz aktiv in Betracht gezogen hätte, antwortete Truman, es wurde und wird immer aktiv über ihren Einsatz nachgedacht. Dann allerdings entließ er den Oberbefehlshaber der US-Armee, MacArthur, als dieser offen den Einsatz von Atomwaffen forderte. US-Militärs planten auch Atomwaffeneinsätze während des Vietnamkrieges. Lange Zeit wurde an der Vorbereitung einer Geheimoperation gearbeitet. Die Verlegung von Atomwaffen war vorgesehen, um sie zum Angriff gegen nordvietnamesische Kräfte einzusetzen. Jetzt ist laut dem aktuellen Munich Security Report bekannt geworden aus einer Umfrage, dass lediglich 14% der deutschen Bevölkerung für eine weitere Stationierung von US-Atomwaffen in Deutschland sind. Die überwiegende Mehrheit ist für den Abzug und die Beendigung der nuklearen Teilhabe in der NATO. Die Bundesregierung muss deshalb endlich den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnen und den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland in die Wege leiten. Leider aber hat die Bundesregierung ganz andere Pläne. Und dazu gehören auch die Grünen, die sich jetzt als neue Favoriten in der bevorstehenden Bundestagswahl positionieren. Es wird geplant, große militärische Abrüstungsprojekte des Verteidigungsministeriums umzusetzen, die die Beschaffung von 38 atomwaffenfähigen Kampfflugzeugen vom Typ Eurofighter für die deutsche Luftwaffe in einem Kostenumfang von rund 5,5 Milliarden Euro vorsehen. Es ist weiterhin die Anschaffung von atomwaffenfähigen Bombern geplant, darunter 45 F-18 Kampfjets der US-Waffenfirma Boeing. Damit soll der Fortbestand der nuklearen Teilhabe in der NATO abgesichert werden. Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung diesem wichtigen internationalen Abrüstungsabkommen beitritt, so wie es zum Beispiel auch die Ärzteorganisation IPPNW und die internationale Abrüstungskampagne ICAN sowie die überwiegende Mehrheit der deutschen Bevölkerung fordert. Unsere Forderung lautet, US-Atomwaffen haben in Deutschland nichts zu suchen. Die Kampagne mit dem Titel, die wir hinter uns sehen, Atomwaffen sind jetzt illegal, jetzt raus aus Deutschland, wird unterstützt und getragen von Roger Waters, dem Gründer von Pink Floyd, von der Berliner Friedensglockengesellschaft, von Attac Berlin, vom Deutschen Friedensrat e.V., vom Koop Antikriegscafé, vom Berliner Arbeitskreis Uranmunition, vom Bremer Friedensforum und vom Netzwerk Friedenskooperative und von Büchel ist überall atomwaffenfrei jetzt. Und außerdem von der internationalen Antikriegsbewegung World Beyond War, eine Welt jenseits von Krieg. Eine Organisation, die ich in meinem Antikriegscafé am Hackischen Markt für Deutschland vertrete. Über 80.000 Personen und über 500 Organisationen aus fast 190 Ländern haben die Grundsatzerklärung von World Beyond War unterzeichnet. Diese lautet: Wir verpflichten uns dazu, uns für gewaltfreie Bemühungen zu engagieren und diese zu unterstützen mit dem Ziel, alle Kriege und Kriegsvorbereitungen zu beenden und einen nachhaltigen und gerechten Frieden zu schaffen.
Unser Dank gilt in diesem Zusammenhang besonders auch Roger Waters. Er ist einer der wenigen Künstler weltweit, die sich ununterbrochen für Gerechtigkeit einsetzen. Zurzeit unterstützt er intensiv die Kampagne des palästinensischen Volkes und der palästinensischen Friedensbewegung. Er unterstützt Julian Assange. Er nimmt mit seinen auf Veranstaltungen teil, um seine Solidarität für die fortschrittlichen Kräfte in Lateinamerika, in Ecuador, in Chile, in Venezuela und Kuba zum Ausdruck zu bringen. Und all dies trägt er über seinen Twitter-Account mit weit über 300.000 Fans in die Welt hinaus. Mit 15 Jahren war Waters bereits Vorsitzender der Cambridge Youth Campaign for Nuclear Disarmament. Die Konzerte von Roger Waters beinhalten immer starke politische Aussagen und sind legendär, auch wegen der Auftritte von befreundeten politischen Aktivisten. World Beyond War in den USA organisiert übrigens diese Werbeaktion mit Großplakaten landesweit immer wieder zu verschiedenen Themen. Und alle Leute sind aufgefordert, die Aktion mit zu unterstützen und zu fördern.